jung und weggesperrt. Ob ich jetzt 3 Jahre oder 30 Jahre kriege, da denkt man nicht drüber nach, wenn man Scheiße baut. Stefan Gödde sucht weltweit. Wer hat das beste System beim Jugendknast? Ich bin müde geworden von dem ganzen Mist, den ich gebaut habe. Sind extrem harte Bedingungen die richtige Basis für eine zweite Chance? Den Wächtern ist das egal. Die misshandeln dich, tasern dich. Oder bringen sanfte Therapiemethoden mehr? Man hört den Jugendlichen zu, man nimmt sie wirklich ernst. Inside mit Stefan Gödde. Jugendknast, Gitter oder Therapie. Sonntag 19:05 Pro 7.